Es ist klar, dass das Thema Eigentum und die naturrechtlichen Schlussfolgerungen dazu zunächst erstmal Widerstand hervorrufen. Linke schätzen die Macht des Staates, das Vermögen des Einzelnen gewaltsam einzutreiben für vermeintlich oder tatsächlich soziale Zwecke. Moslems betrachten das Besteuern von Ungläubigen als Teil ihrer Religion und Kriminelle haben ein grundsätzliches Problem mit dem Eigentumskonzept. Auf der anderen Seite stehen die Markt- und Liberradikalen, denen das naturrechtliche Eigentumsverständnis nicht weit genug geht. Einen mächtigen Versuch, diese beiden Gegensätze unter einen Hut zu bringen, das soziale Element sauber in die Eigentumsdiskussion reinzubringen, haben in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Ökonomen und Juristen der Universität Chicago gestartet. Quellen hier. Richard Posner postulierte, dass alles gerecht sei, was den gesellschaftlichen Wohlstand fördert. Die ganze Theorie jetzt hier erschöpfend darzustellen, würde zu weit führen. Es läuft darauf hinaus, dass man sich sagt, wenn ein Konflikt um Eigentum entsteht, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, die Schuldfrage zu stellen und es macht auch keinen Sinn, die Frage zu stellen, wer ist jetzt wirklich Eigentümer, denn derjenige, der in diesem Konflikt unterliegt, wird auf jeden Fall Schaden davontragen. Und für die Gesellschaft insgesamt ist es günstiger, wenn man schaut, dass der Schaden minimiert wird. Sprich, ein Richter soll auch danach urteilen, welche Regelung ist für die Gesellschaft günstiger und demnach geht es eigentlich rein um die Maximierung des gesellschaftlichen Wohlstands. Als Denkbeispiel, das hier verwendet wird, ist der Konflikt eines Bauern, an dessen Feld eine Eisenbahn vorbeifährt und wo durch Funkenflug Schaden entsteht. Naturrechtler sagen, wer zuerst da war, der gewinnt, der Nachzügler unterliegt in diesem Konflikt, sprich, wenn der Bauer mit seinem Feld zuerst da war, hat er ein Recht darauf, dass seine Ernte unbeschädigt bleibt. Und die Eisenbahn muss entweder Funken verhindern oder dem Bauern seinen Schaden ersetzen. Umgekehrt, wenn zuerst die Eisenbahn da war, dann hat der Bauer das Nachsehen. Er muss entweder den Schaden hinnehmen oder mit der Eisenbahn in Verhandlung treten und wahrscheinlich das Funkenverhinderungsgerät finanzieren. Nach Chicagoer Lehre muss festgestellt werden, was ist teurer? Ist das Verhindern des Ernteschadens teurer oder ist der Ernteausfall teurer? Je nachdem muss dann entschieden werden. Ich erwähne das Beispiel deswegen, weil es ein schönes Beispiel ist, wie Ideologie bzw. in dem Fall ein vorgegebenes, gewünschtes Ziel bei wissenschaftlicher Arbeit blind für ganz einfache Tatsachen machen kann. Letztlich ist die Theorie des gegenseitigen Schadens als falsch erkannt worden, wenn auch noch nicht von allen, denn es hat ganz einfach zu viele willkürliche Elemente. Selbst wenn sich gesellschaftlicher Wohlstand auf Dollar und Cent genau messen ließe, was natürlich eine unrealistische Annahme ist, würde es zu unterschiedlichen Urteilen je nach Marktlage führen. Wenn in diesem Eisenbahnbeispiel der Ernteschaden 800 Dollar beträgt und Maßnahmen zur Verhinderung des Funkenfluges 1000 Dollar kosten würden, dann würde die Eisenbahn gewinnen. Und in dem Moment, wo sich die Marktlage aber ändert und das Getreide teurer wird, der Ernteschaden mehr als 1000 Dollar beträgt, würde, obwohl sich am ganzen Szenario überhaupt nichts geändert hat, plötzlich der Bauer gewinnen. Das ist natürlich absurd. Jedes Recht muss erlauben, bevor man eine Handlung setzt, zu erkennen, ob man später dafür haftbar gemacht werden kann oder nicht.
Außerdem, ob eine Handlung zur Mehrung des gesellschaftlichen Wohlstandes führt, liegt auch niemals zu 100% in den Händen desjenigen, der handelt. Auch die Handlungen anderer und die Einschätzung anderer spielt damit. Und nicht zuletzt sollte klar sein, dass es für die Betroffenen sehr wohl einen großen Unterschied macht, wie das Eigentum, wie der Schaden, wie die Kosten zugeteilt werden. Es bleibt dabei, nur wenn das Recht auf das Privateigentum klar definiert ist und klar zugeordnet ist, können Konflikte vernünftig gelöst werden. Abschließend jetzt noch eine Antwort auf eine andere große Frage, und zwar das Problem von Menschen in Hilflosigkeit. Das ist an dieser Stelle, weil es einerseits die Grenzen von Eigentum aufzeigt und andererseits jede Ethik, jedes System, das für sich in Anspruch nimmt, wahr und ethisch zu sein, diese Frage beantworten muss. Nehmen wir also das Beispiel eines Erwachsenen, der aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, sein Überleben zu sichern. Sei es, dass er behindert ist oder aus irgendwelchen Gründen von jeglichen Ressourcen, die zum Überleben nötig sind, abgeschnitten ist. Im Naturrecht ist das eine völlig klare Angelegenheit. Das Recht muss Überleben erlauben und außerdem existiert Eigentum am eigenen Körper, was zusätzlich bedeutet, man hat ein Recht auf Nichtbeschädigung des Körpers. Sprich, man hat nicht nur das Recht zu überleben, man hat das Recht, gesund zu überleben. Jemand, der nicht selber in der Lage ist, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern, der hat so, wie jetzt auch schon, einen Rechtsanspruch, dass man ihm hilft. Das Gesetz, das unterlassene Hilfeleistung unter Strafe stellt, ist rechtskonform. Auch das Naturrecht zwingt jedermann, der einen Hilflosen sieht, zur Hilfe. Jemand, der diese Hilfe verweigert, begeht einen Rechtsbruch. Genau dasselbe gilt für jedermann, der aus irgendwelchen Gründen von jeder Ressource abgeschnitten ist, sprich kein Geld, keine Wohnung, einfach nicht das hat, was zu einem gesunden Überleben nötig ist. Dann und nur dann hat so jemand das Recht, zum Zweck des gesunden Überlebens das Nötige einzufordern und wenn er es nicht bekommt, auf fremdes Eigentum unmittelbar zuzugreifen. Nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Eine Gesellschaft, die sich an den Regeln des Naturrechts orientiert, wird es allerdings gar nicht erst so weit kommen lassen. Sie wird, was die soziale Absicherung angeht, die natürlichen Rechte des Menschen achten und somit für Überleben und Gesundheit jedes Einzelnen sorgen. Das ist jetzt zwar noch kein komplettes Sozialsystem, da sich diese Absicherung nicht so weit erstreckt, dass jedermann auch sich wohlfühlen muss oder glücklich sein muss. Es bleibt tatsächlich nur beim gesunden Überleben, aber wem das zu wenig erscheint, soziale Systeme, die noch mehr leisten können, sind natürlich erlaubt. Freiwillige Mehrleistungen sind niemals verboten. Warum jetzt das Naturrecht die Hilfe von anderen erzwingt, sei jetzt nochmal kurz erklärt. Es gilt die nicht weiter zu begründende Prämisse, dass Recht Überleben erlauben muss. Recht ist dazu da, Konflikte in Bezug auf materiell knappe Güter zu vermeiden. Solche Konflikte entstehen aber nur dort, wo es mehrere Menschen gibt. In der Wildnis, wo kein anderer Mensch ist und auch keiner erreichbar ist, stellt sich die Frage nach Recht gar nicht. Dort, wo keine anderen Menschen sind, existiert schlicht kein Recht, das heißt auch nicht mal ein Recht auf Überleben. Allerdings dort, wo andere Menschen sind, existiert automatisch sofort auch natürliches Recht. Einem hilflosen Menschen nicht zu helfen, ist deswegen rechtswidrig, weil würde dieses Prinzip des Nicht-Helfen-Müssens allgemein angewandt, würde man dieses Nicht-Helfen also als rechtskonform betrachten, käme das einer allgemeinen Verneinung des Lebensrechts gleich.
Man würde sofort auch sein eigenes Lebensrecht verlieren und in einen rechtlosen Zustand zurückfallen, zum Beispiel wenn man sich schwer verletzt und nicht mehr handlungsfähig ist. Man könnte es hart ausdrücken, indem man sagt, man würde man dieses Nicht-Helfen-Müssen akzeptieren, in einer Gesellschaft leben, in der Leute, die sich selber helfen können, als eine Art Herrenmenschen betrachtet werden und Leute, die hilflos sind, als Untermenschen. Jetzt noch kurzer Einschub. Leute, die jetzt Angst haben vor bösen Schmarotzern, die sich absichtlich in einen Zustand der Hilflosigkeit begeben, die sagen, ich mache nichts, weil ich weiß, mir muss ja eh geholfen werden. Es ist nicht so. Jedermann ist Eigentümer seines eigenen Körpers und wer sich selber in einen Zustand der Hilflosigkeit begibt, absichtlich, der hat das so gewollt und der hat natürlich keinen Anspruch, keinen naturrechtlichen Anspruch auf Hilfe durch andere. Aber es sei gleich dazu gesagt, psychisch gesunde Menschen tun sowas nicht. Und der Mensch hat auch eine Ethik und eine Verantwortung, die nur über das nackte Naturrecht hinausgeht. Allerdings ist das ein anderes Thema. Im Übrigen, eine Welt, in der Hilflosen nicht geholfen wird, ist eine Welt, die nicht menschlich ist und in der sich die Frage nach Recht ohnehin erübrigt. Danke.